Kra, kra. Ach, ist das ein Frust. Herumfliegen müsste man, kra, um sich zu erwärmen. Aber dazu bin ich zu alt, kra, zu alt, kra. Glaubst du vielleicht, mir geht's besser? Ich springe herum und friere trotzdem. Kalt ist so kalt, so kalt. Kommt herunter, ihr Eichhörnchen, lasst uns Feuerfangen spielen. Damit wecken wir die Sonne und laden den Frühling ein. Ein Has, hoppelt durch das Gras. Darfst nicht barfuß laufen, musst dir Schuhe kaufen. Trägst du Schuhe, Mümmelmann, dass dich keiner finden kann? Macht dir niemand den Garaus, einen Satz und du bist raus. Du bist dran. Nein, gar nicht wahr. Natürlich, alle anderen sind raus, also musst du fangen. Breite, breite Helle und der Letzte kommt schneller, sind hinausgegangen, um den Frühling einzufangen. Fang uns doch! Los, fang uns! Schnell, damit er uns nicht kriegt! Wir müssen uns verstecken! Ich. Sag doch, worüber freust du dich so? Hast du einen Schatz gefunden oder eine gute Nachricht erhalten, kleines Mädchen? Keines von beiden. Wir Eichhörnchen und ein Hase haben hier Feuerfangen gespielt. Sie haben gesprochen wie wir. Ich habe alles verstanden. Alles. Wort für Wort. Oh, das glaube ich dir gern. Bedenke, was heute für ein Tag ist. Das alte Jahr ist vergangen und das neue tritt über die Schwelle. Am Jahreswechsel geschehen noch ganz andere Dinge. Ja, wirklich? Mein Großvater zum Beispiel hat mir oft erzählt, dass sein Großvater als kleiner Junge... ...in der Silvesternacht, also kurz vor Beginn des neuen Jahres... Glück und Gesundheit, mein kleines Mädchen. Vielen Dank. Glück und Gesundheit wünsche ich Ihnen auch. Also, mein Großvater erzählte, dass sein Großvater als kleiner Junge in der Silvesternacht, er mochte damals so alt gewesen sein wie du, allen 12 Monaten begegnet sei. Dem ganzen Jahr. Alle Jahreszeiten erlebte er so auf einmal. Den Frühling, den Sommer, den Herbst und den Winter. Aber das ist doch unmöglich. Und doch war es so. Ich wünsche Glück und Gesundheit. Ich danke. Ich kann nicht klagen. Aber du solltest Acht geben, dass du dich ohne Mantel nicht erkältest. Wer hat dich nur bei diesem Wetter in den Wald gehen lassen? Meine Stiefmutter. Sie schickt mich jeden Tag hinaus. Ich muss Reisig sammeln. Ach, so ist das. Tja, kleines Mädchen, dann musst du es wohl tun. Ich werde dir dabei helfen, damit du eher wieder in der warmen Stube bist.
Meine Arbeit schaffe ich immer noch. Ich helfe Ihnen auch. Was müssen Sie denn machen? Ich soll eine Tanne fällen. Die schönste, die es gibt. Für Ihre Majestät, die Königin. Na, und mit Königin ist nicht gut Kirschen essen. Denn wenn sie schlechte Laune hat und ihr die Tanne nicht gefällt, bin ich rettungslos verloren. Aber sie darf Ihnen doch nichts tun. Die Königin ist unberechenbar. Sie ist kaum älter als du. Auch sie hat ihre Eltern verloren. Seit jeder Zeit regiert sie selbst und lässt sich von niemandem etwas verbieten. Sie macht, was sie will. Die Königin ist also ein Waisenkind, genau wie ich. Sie tut mir leid. Und ob einem das leid tun kann? Ein junger Mensch, der sich von niemandem etwas Vernünftiges beibringen lässt. Dann will die Königin also überhaupt nichts lernen? Auch nicht schreiben und lesen? Aber, mein kleines Mädchen, wo denkst du hin? Lesen und schreiben lernt sie natürlich. Sie hat sogar ihren eigenen Lehrer. Und was für einen? Einen berühmten Professor. Meine Majestät. Fertig. Würden Eure Majestät mir erlauben, dass ich mir die Freiheit nehme, darauf aufmerksam zu machen, dass Eure Majestät beim Schreiben dieser beiden Worte wieder drei Fehler gemacht haben? Stört es Sie? Dann gucken Sie da nicht hin. Oder bitte. Sehen Sie, schon sind die Fehler verschwunden. Schreiberei sowieso nicht leiden. Gräser duftend sprießen, aus dem Winterschlaf erwacht. Lasst uns heute schon genießen Sonnenschein und Frühlingspracht. Ich schreibe nur Sonnenschein und Frühlingspracht. Sonnenschein und Frühlingspracht. Ich gestatte mir, Eure Majestät ehrbietigst zu ersuchen, Eure Majestät Unterschrift huldvollst unter diese Dokumente setzen zu wollen. Meinetwegen. Geben Sie schon her, wenn es unbedingt sein muss. Dann mache ich eben die Schreibübung für den Professor nicht weiter. Schluss für heute. So, siehst du, deine Arbeit ist geschafft. Jetzt aber werde ich mich um meine Tanne kümmern. Du weißt, es muss eine ganz besondere sein. Ich werde Ihnen die schönste Tanne zeigen, die es in diesem Walde gibt. Sie werden staunen, wie kräftig sie ist und wie gleichmäßig gewachsen. Gut, führ mich hin. Zeig sie mir. Das heißt, wenn du nicht zu müde bist. Was denn? Heute am Silvestertag? Da kann man doch nicht müde sein. Oh, bin ich heute wieder müde. Vergebung, Majestät. Ich bedauere unendlich, Eure Majestät erneut mit der Bitte behelligen zu müssen, eine Kleinigkeit zu schreiben. Hinaus! Ich will nicht immer zu schreiben. Wenn Eure Majestät nur geruhen wollten, eine Entscheidung zu treffen, es ist ein Gnadengesuch. Also gut, damit ich sie endlich loswerde. Was soll ich denn nun schreiben? Nichts einfacher als das. Entweder hinrichten oder begnadigen. Begnadigen. Oder hinrichten. Da schreibe ich lieber hinrichten. Das ist wenigstens kürzer. Ich bitte dringend, noch einmal zu überlegen, was Eure Majestät da geschrieben haben. Sie müssen doch immer etwas aussetzen. Was habe ich denn nun schon wieder falsch gemacht? Ist doch vollkommen richtig. Oder heißt es etwa hinrichten? Wäre es nur ein Schreibfehler, wäre es halb so schlimm. Aber dieser Fehler ist nicht wieder gut zu machen. Um sich wenige Buchstaben zu ersparen, wählten Eure Majestät das kürzere Wort. Und jetzt kostet dieses eine Wort einem Menschen das Leben. Sie scheinen zu vergessen, dass ich mit einer einzigen Unterschrift auch Sie hinrichten lassen kann. Oh. Und sogar heute noch, wenn es mir gefällt. Ich bitte um Verzeihung. Aber würden Eure Majestät die Güte haben, mir zu sagen, warum? Weil
weil sie eigensinnig sind. Immer wenn ich etwas sage, behaupten sie, das ist falsch. Und wenn ich einen Satz ganz richtig geschrieben habe, dann finden sie trotzdem Fehler. Vergebung, Eure Majestät. Ich werde mich nie wieder erdreisten, Euer Majestät zu widersprechen. So, na, das werden wir gleich sehen. Bitte, Herr Professor, ich gestatte Ihnen, den Unterricht fortzusetzen. Sie dürfen mich etwas fragen. Wie viel ist 6 mal 6, Eure Majestät? 6 mal 6? 17. Bravo! Stimmt genau, Eure Majestät. Und wie viel ist 8 mal 8? 3. Das Kopfrechnen ist Eurer Majestät noch nie schwer gefallen. Und wie viel ist, Wie viel ist dies, wie viel ist das, wie viel ist jenes? Ich habe diese Fragereien nun endgültig satt. Hören Sie auf damit! Erzählen Sie mir lieber mal irgendetwas Interessantes. Und worüber? Na, über irgendetwas, was mit Neujahr zu tun hat. Das ist vielleicht das Beste heute zu Silvester. Ganz wie Eure Majestät befehlen. So hört denn Eure Majestät. Ein Jahr besteht aus 12 Monaten. Und diese 12 Monate folgen in ganz bestimmter Reihenfolge aufeinander. Jeder Monat bringt uns seine Geschenke, bringt uns neue Freuden und neue Überraschungen. Der Dezember, der Januar und der Februar das Schlittschuhlaufen und auch die Faschingsspäße. Im März beginnt gewöhnlich die Schneeschmelze. Es wird wärmer, der Frühling hält seinen Einzug. Und im April wagen sich die ersten Schneeglöckchen hervor. Schneeglöckchen? Das sind meine Lieblingsblumen. Die will ich gleich haben. Kann jetzt nicht April sein? Der April vor dem Januar? Das ist unmöglich, Eure Majestät. Unmöglich, sagen Sie? Ich kann nicht umhin, Eure Majestät hierin zu widersprechen. Denn diese Reihenfolge ist ein Naturgesetz. Ich will Schneeglöckchen. Dann erlasse ich eben mein neues Naturgesetz. Oh! Kommen Sie, Herr Professor. Setzen Sie sich auf meinen Platz. Jetzt machen wir es mal umgekehrt. Ich diktiere. Das ist nämlich viel leichter. Schreiben Sie. Gräser duftend sprießen, aus dem Winterschlaf erwacht. Och. Na, was ist denn? Warum fangen Sie nicht an? Vernehmt der Königin Kunde, die Wiesen seien grün. Ich fordere, dass zur Stunde die Schneeglöckchen erblühen. Dass Gräser duftend sprießen, dass hell die Sonne lacht. Schon heut will ich genießen des Frühlings Blumenpracht. Die Königin zu beglücken, zu ernten reichen sollt, geht Schneeglöckchen nun pflücken, ich wieg sie auf in Gold. Bringt mir die Schneeglöckchen noch heut in den Palast. Ich geb euch Gold dafür, so viel der Korb nur fasst. Wo kriegen wir einen so großen Korb her? Wir haben nur einen, der Gold genug fassen würde. Und der hat ein Loch. Hier, wenn der erst voll Gold ist, bis zum Rand, das wird ein Leben. Den Korb hätten wir, aber er wird leer bleiben. Denn wo sollen wir jetzt, mitten im Winter, Schneeglöckchen herkriegen? Tröste dich, heute wird niemand welche finden. Sieh doch, alles ist dick verschneit und ein Wetter, dass man keinen Hund vor die Türe jagt. Jetzt haben wir es nicht mehr weit. Vielleicht kann man doch mitten im Winter Schneeglöckchen finden. Sicher wachsen sie sogar am besten, wenn sehr viel Schnee liegt. Und warum heißen sie sonst Schneeglöckchen? So kalt ist es doch gar nicht. Stell dich nicht so an. Wärm dir die Hände, aber beeil dich. Du musst gleich noch mal hinaus. Bei diesem Schneesturm? Wohin denn? Wohin?
In den Wald Schneeglöckchen pflücken. Jetzt zu Silvester? Aber die blühen doch erst im Frühling. Dummes Gerede. Du hast gehört, was wir gesagt haben. Geh jetzt. Und wag es nicht, ohne Schneeglöckchen zurückzukommen. Nein, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann beim besten Willen nicht mehr. Ein Wolf. Grimmig grollt der Frost, wütend tobt Nordost, ruppig ist mein Fell, kahl an mancher Stell. Meine Tage sind voll Plage, schwach bin ich und müd, doch der Schlaf mich flieht. Die Silvesternacht hat zur Ruhe gebracht, alles Volk im Wald, rings kein Laut erschallt. Einsam wach ich, nie mehr lach ich, und der Hunger schwer läuft mir hinterher. Oh, ich wittere Menschenfleisch. Das gibt einen leckeren Silvesterschmaus. Krah, krah. Wenn dir dein Leben lieb ist, befolge meinen Rat. Zieh deines Weges, Raupelz. Rühr niemanden an und sieh zu, dass dich niemand anrührt. Ich warne dich, du weißt, ich habe scharfe Augen. Ich sehe alles, nichts entgeht mir weit und breit. Was siehst du denn? Ein großes Feuer. Wo? Wo? Dort, in der Lichtung. Oh! Als wäre ein Stern in den Wald gefallen. Brenne, brenne heller und der Lenz kommt schneller. Sommer wird dann heißer und der Winter weißer. Brenne mit geknitzter, dass im Wald es düster. Nach des Winters Strenge, es Birnen gibt in Menge. Brenne Licht und Wärme spende, brenne ohne Ende. Das, was von Gelinde rauschen mag im Winde, brennt ihr Flammen, Funken sprüht, bis das Morgenrot erblüht. Brenne mit Geknister, das im Wald ist düster, nach des Winters Strenge, es Birnen gibt in Menge. Brenne Licht und Wärme spende, brenne ohne Ende. Guten Abend. Sei herzlich willkommen. Erlaubt ihr, dass ich mich an eurem Feuer wärme? Gern. Aber gib Acht, dass du dich nicht verbrennst. Du hast einen Korb bei dir. Was suchst du denn? Sicher Tannenzapfen zum Heizen? Nein, leider keine Tannenzapfen. Du willst doch nicht etwa Pilze sammeln, oder vielleicht doch? Nein, ich sammle auch keine Pilze. Der Korb ist für Blumen. Meine Stiefmutter hat mich in den Wald geschickt. Ich muss für sie Schneeglöckchen pflücken. Hörst du? Tja, Bruder April, wenn sie auf der Suche nach Schneeglöckchen ist,
Dann kann sie natürlich nur dein Gast sein. Willst du sie nicht begrüßen? Glaubt mir, ich würde gern mit euch lachen. Aber mir ist nicht danach zumute. Die Königin hat demjenigen, der hier einen Korb voll Schneeglöckchen in den Palast bringt, einen Korb voll Gold versprochen. Das hörte meine Stiefmutter und sofort musste ich in den Wald Schneeglöckchen suchen. Ich fürchte, wir können dir nicht helfen. Alles ist tief verschneit. Mit den Schneeglöckchen wird sich die Königin schon bis zum Frühjahr gedulden müssen. Ich weiß, aber was soll ich machen? Ich darf nicht ohne die Blumen zurückkommen. Also auf Wiedersehen und vielen Dank fürs Aufwärmen. Warte doch, Mädchen, einen Augenblick. Ich bitte dich, Bruder Januar, lass mich nur eine Stunde an deiner Stadt regieren. Ich wäre einverstanden. Aber vor dir sind noch der Februar und der März an der Reihe. An mir soll's nicht liegen. Ich lass ihn gern vor. Ich bin dabei. Es herrsche der Bruder April. Wenn es so ist, dann kann ich dir deine Bitte erfüllen. Auf ihr Flüsse rauscht im Chor, sprengt der Ufer enge, kriecht ihr Ameisen hervor nach des Winters Strenge. Durch das Unterholz im Wald stapft der Bär mit Mühen, Vogelsang aus Zweigen schallt, Schneeglöckchen schon blühen. Natürlich, das ist sie. Ich habe sie auf den ersten Blick erkannt. Ja, wir Wintermonate begegnen ihr oft. Bald trifft man sie mit den Eimern am Eisloch, bald mit einem Bündel Holz im Wald. Und zu allen ist sie freundlich. Wir, die Sommermonate, können auch nur das Beste von ihr sagen. Das will ich meinen. Schon vor Sonnenaufgang arbeitet sie im Garten, jätet Unkraut oder entfernt die Raupen. Und wenn sie in den Wald geht, bricht sie nie sinnlos einen Zweig ab. Sie liebt die Pflanzen und die Tiere. Ich sehe, dass auch ihr, meine Brüder, nur Gutes zu berichten wisst. Und darum will ich ihr zur Belohnung meinen Ring schenken. Du tust recht daran. Gib ihr den Ring. Sie hat ihn verdient. Ihr wart so gut zu mir. Lebt wohl und habt vielen Dank. Warte, damit du uns nicht vergisst. Und wenn es dir einmal schlecht geht und du bist in Not, dann wirf ihn auf die Erde und rufe: Rolle, rolle, Ringlein mein, auf des Frühlings Stufen drein, in des Sommers Flur hinein, in des Herbstes Kämmerlein. Auf des Winters Teppich dann, komm ans Neujahrsfeuer ran. Und sofort eilen wir dir zu Hilfe. Alle 12 auf einmal. Mit Sturm und Gewitter, mit Sonne und Schnee. Nur eins. Verrate keinem Menschen, wie du hierher gekommen bist. Den Weg zu uns darfst du niemandem zeigen. Das musst du versprechen. Ich verspreche es. Ich werde den Weg zu euch niemandem zeigen. Lebt wohl, ihr 12 Monate. Lebe wohl, kleines Mädchen. Hey, der Vater Mond! Komm hervor aus deinem Wolkenhaus und geleite unseren Gast. Nimm deinen Stab zurück, Bruder Januar. Ich glaube, du kannst jetzt weiter regieren. Einen Augenblick Geduld, Bruder Dezember. Ich muss mich erst noch bedanken. Vielen Dank, Gevatter Mond.
So, Bruder April, es ist an der Zeit. Aus des Nordens eisigen Meeren, aus dem Tor dem Silberschweren, lass ich raus mit Gebraus, geb ich frei, Brüder drei. Sturm, du Ältester der Brüder, fahre an das Feuer wieder. Frost, der zweite der drei Brüder, einen Silberkessel schmied er, drin der Frühling Säfte braue und der Sommer Harze taue. Und als letzten ruf ich hell dich, o Schneesturm, komme schnell! Schneller, Schneesturm, brause, fege und verschütte Weg und Stege, dass kein Fuß, kein Reitersmann in den Wald gelangen kann. Im neuen Jahr, Eure Majestät. Das braucht ihr mir nicht erst zu wünschen. Ich habe immer Glück. Und außerdem ist das neue Jahr noch gar nicht angebrochen. Wie viele Tage hat der Dezember? Der Dezember? 31, Eure Majestät. Gut. Dann haben wir heute also den 32. Dezember. Oh, welch ein vortrefflicher Neujahrsscherz! Ich scherze nicht. Was ich eben gesagt habe, ist mein völliger Ernst. Morgen wird folglich der 33. Dezember sein. Und immer so weiter. Übermorgen der 34. Dezember, dann der 35. Dezember, der 36. Dezember, der 37. Dezember, der 38., der 39. und der 40. Und der Dezember wird so lange nicht zu Ende sein, bis mir jemand einen Korb voll Schneeglöckchen bringt. Ich bitte vielmals um Verzeihung, aber darauf warten Eure Majestät vergebens. Sie widersprechen? Ja, ich widerspreche. Jetzt und immer wieder, Eure Majestät. Einen 40. Dezember wird es niemals geben. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Und 8 mal 8 ist 64, lehrt die Mathematik. Und 6 mal 6 ist nicht 17, sondern 36. Das ist auch erwiesen durch die Wissenschaft. Das ist die Wahrheit. Dafür lasse ich meinen Kopf. Und Schneeglöckchen blühen erst im April. Ich bin doch der Gärtner, Eurer Majestät. Schneeglöckchen blühen wirklich erst im April. Reden Sie keinen Unsinn. Das verbitte ich mir. Wenn ich nicht in spätestens 5 Minuten einen großen Korb voll Schneeglöckchen habe, dann lasse ich in 10 Minuten alle beide, den 900 klugen Professor und den Gärtner, enthaupten. Oh. Hören Sie, Herr Kanzler. Bereiten Sie 2 Todesurteile vor. Aber, Eure Majestät, ich bin doch für die Gartenpflanzen verantwortlich. Für die Waldpflanzen ist doch der Herr Oberförster zuständig. Wie gut, dass Sie mir das sagen. Ausgezeichnet. Einen Augenblick noch, Herr Kanzler.
Ich ändere meinen Entschluss. Schreiben Sie Todesurteile für alle drei. Posidonia, Eure Majestät! Moment, Herr Kanzler. Schreiben Sie Todesurteile aus für drei Menschen und zusätzlich für einen Papagei. Ich melde Eure Majestät, dass entsprechend eurem königlichen Erlass diese beiden Frauen einen großen Korb voll Schneeglöckchen in den Palast gebracht haben. Herr Kapellmeister, spielen Sie auf! Wenn eine Königin befiehlt, gibt es auch im Winter Schneeglöckchen. Der Dezember ist vorbei. Das neue Jahr hat angefangen. Sie dürfen mir jetzt alle gratulieren. Prosit Neujahr, Eure Majestät. Und ein glückliches neues Jahr. Prosit Neujahr, Eure Majestät. Prosit Neujahr. Juhu. Prosit Neujahr. Prosit Neujahr. Prosit Neujahr, Eure Majestät. Und viel Glück. Prosit Neujahr, Eure Majestät. Viel Glück. Prosit Neujahr. Prosit Neujahr! Prosit Neujahr! Ein glückliches neues Jahr! Und deinen neuen Pelz? Ich schenke dir zum neuen Jahr einen Kiefernzapfen! Und ich schenke dir einen Tannenzapfen! Kiefernzapfen! Tannenzapfen! Kiefernzapfen! Tannenzapfen! Kiefernzapfen! Tannenzapfen! Prosit Neujahr! Prosit Neujahr! Und viel Glück, Eure Majestät! Als meine Tochter und ich den königlichen Erlass vernommen hatten, sagten wir wie aus einem Munde... Und wenn wir verhungern und wenn wir erfrieren, den Herzenswunsch unserer Majestät müssen wir erfüllen. Und ohne zu überlegen, nahmen wir unseren Korb und gingen in den Wald. Wir gingen weiter und immer tiefer in den Wald hinein. Und plötzlich liegt vor uns ein großer See. So groß war er und rund wie ein Suppenteller. Und Blumen wuchsen dort unübersehbar. Das ganze Ufer, ein einziger Blumenteppich. Ein einziger Blumenteppich. Ach, muss es dort herrlich sein. Meinen Schlitten. Meinen Pelz. Pelze für euch alle. Wir fahren an diesen See Schneeglöckchen pflücken. Und diese beiden Frauen werden vorausfahren und uns den Weg zeigen. Oh, oh, oh. Gnade! Gnade! Ich muss gestehen, dass wir den Weg gar nicht kennen. Gar nicht kennen? Meine Stieftochter ist in den Wald gegangen. Und meine Stieftochter, das nichtsnutzige Ding, hat auch die Schneeglöckchen gefunden. Wo ist eure Stieftochter? Wir haben den missratenen Balg draußen vor dem Tor stehen lassen. Vor dem Tor? Mhm. Das ist dein Glück. Denn du hast nur 10 Minuten Zeit. Genau 10 Minuten. Wenn dir dein Leben und das Leben deiner Tochter lieb ist, dann verspäte dich nicht. Ich flehe dich an, hilf uns! Hilf uns! Komm mit, oder wir sind des Todes! Des Todes! Ich bin außer mir, Majestät. Als ich ihr befahl, die Blumen zu holen, hat sie gehorcht. Aber den Weg zu zeigen, weigert sie sich. Ach, wenn sie nur nicht so einen Dickkopf hätte. Aber seien Sie unbesorgt, Majestät. Mir ist etwas Großartiges eingefallen. Überlistet haben wir sie, das widerspenstige Ding. Meine Stieftochter soll ruhig glauben, dass sie allein in den Wald geht. Meine Tochter schleicht ihr nach, markiert den Weg und wir folgen im Schlitten ihrer Spur. Los, wir fahren! Spann die Pferde ein! Holt die Pelze!
stimmt. Das ist die große Eiche. Von hier aus habe ich das Feuer gesehen. Au! Nanu, was willst du denn hier? Ach, jetzt wird mir alles klar. Fein habt ihr euch das ausgedacht. Zum Dank dafür, dass ich euch helfe, wollt ihr mich hinters Licht führen? Los, komm zurück! Na, lass mich! Wir dürfen nicht umkehren. Die Königin folgt mir. Sie kann jeden Augenblick hier sein. Eure Majestät, das ist meine Stieftochter. Du bist das also. Du bist das kleine Mädchen, das weiß, wo im Winter Blumen wachsen. Verlange von mir, was du willst. Ich gebe dir alles, was du dir wünschst. Nichts ist mir zu schade für dich. Du brauchst mir nur zu sagen, wo du die Schneeglöckchen gefunden hast. Na komm, zeig mir den Weg. Entschuldigen Sie, es tut mir leid, aber ich kann Ihre Bitte nicht erfüllen. Denn ich darf es nicht. Eine Bitte? Oh nein, ich habe keine Bitte ausgesprochen, sondern einen Befehl. Und ich wiederhole ihn. Führe uns sofort zu den Schneeglöckchen. Du widersetzt dich meinem Befehl? Nehmt ihr sofort den Pelz wieder ab. Na? Los, nehmt ihr auch das Kopftuch weg. Und zieht die Handschuhe aus. Mein Ring, mein schöner Ring. Oh, so einen wunderbaren Ring habe ich nicht einmal in meinem königlichen Schatz. Vielen Dank. Sag, woher du ihn hast. Das sag ich nicht. So etwas Freches ist mir noch nicht vorgekommen. Ich befehle dir, es mir zu sagen. Ich sag es nicht. Gut? Dann wirst du eben von deinem Ring Abschied nehmen. Auf Nimmerwiedersehen. Rolle, rolle, Ringlein mein, auf des Frühlings Stufen drein, in des Sommers Flur hinein, in des Herbstes Kämmerlein, auf des Winters Teppich dann, komm ans Neujahrsfeuer ran. Das steht im Widerspruch zum Naturgesetz. Also kann es nicht sein. Schneeglöckchen,
Wo denn, Majestät? Ich kann nirgends Schneeglöckchen entdecken. Die Schneeglöckchen, die eure Majestät soeben entzückten, sind Maiglöckchen. Ich bitte Sie, Maiglöckchen, auf dieser Wiese blühen Kamillen. Ich möchte wissen, wo Sie Kamillen sehen, Herr Professor. Hier sind überhaupt keine Blumen. Tatsächlich, die Blumen sind verschwunden. Ja, einfach verschwunden. Aber dafür gibt es köstliche Beeren. Oh, ist das heiß. Ich halte das nicht mehr aus. Oh. 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 Zu Hilfe! Ruf den Arzt, ich befürchte, ich kriege einen Sonnenstich. Wasser, Wasser. Hilfe, die Welt geht unter. Rettet mich, haltet mich doch fest. Zu Hilfe, ich fliege weg. Einspannen, wir fahren zurück in den Palast. Wir sind im Schlitten gekommen und nun sind die Wege aufgeweicht. Wir reiten, Herr Kanzler. Ja, wir reiten. Das werdet ihr noch bereuen. Wenn ich jetzt zu Hause bin, lasse ich euch beide hinrichten. Schneeflocken. Auf einmal schneit es. Es ist wieder Winter. Auch die Jahreszeiten folgen in ganz bestimmter Reihenfolge aufeinander. Jetzt haben wir Januar und damit zu Recht Winter. Frost ist das. Mir tut alles weh vor Kälte. Oh, wir werden hier jämmerlich erfrieren. Ich fühle meine Zehen nicht mehr. Und meine Hände, meine armen Hände. Oh. Ich werde Sie königlich belohnen. Ich gebe Ihnen Gold, gebe Ihnen alles, was ich besitze. Nur retten Sie uns. Ich brauche dein Geld nicht. Ich bin reicher als du. Meine Schätze sind unermesslich. Und darum will ich mich nicht beschenken lassen, sondern möchte euch etwas geben. Ihr alle sollt mir sagen, was ihr euch zum Neujahrsfest am sehnlichsten wünscht. Königin, mach du den Anfang. Ich will in meinen Palast. Aber es geht nicht, weil ich keine Pferde mehr habe. Du wirst in deinen Palast zurückfahren. Ich habe nur einen Wunsch, dass alles an seinem Platz ist, wie es sich gehört, und zu seiner Zeit, wie es das Naturgesetz vorschreibt. Der Sommer im Sommer, der Winter im Winter und ich, wenn's möglich wäre, wieder zu Haus. Das wird sich bestimmt erfüllen. Und was wünschst du dir, Soldat? Ich möchte mich an einem Feuer wärmen. Mehr brauche ich nicht. Und wir beide, wir möchten gern einen Pelz haben. Still, wir haben nur einen Wunsch. Sowas will überlegt sein. Ach was, da gibt es nichts zu überlegen. Es ist kalt und die Hauptsache ist, dass wir nicht erfrieren. Wir möchten einen Pelz haben und wenn's ein Hundefell wäre. Bitte sehr. Und keine Sorge, so schnell werden Sie sich nicht abtragen. Da haben wir's. Wie kann man nur so dumm sein? Wenn man sich schon einen Pelz wünscht, dann wenigstens einen Zobelpelz. Du bist auch nicht klüger. Aber bitte, wenn er dir nicht gefällt, mir soll's recht sein. Zwei Pelze sind wärmer als einer. Das könnte dir so passen. So dumm bin ich wieder nicht. Sich zum Neujahrsfest ein Hundefell zu wünschen. Der Hundepelz ist doch wie geschaffen für dich. Du bellst doch sowieso wie ein Hund. Du bellst wie ein Hund. Nein, du bellst wie ein Hund. Nein, du bellst wie ein Hund. Nein, du bellst wie ein Hund. Du bellst wie ein Hund. Du bellst. Du bellst. Du bellst. Du bellst. Komm her, Soldat. Spanne die beiden Hunde vor den Schlitten und fahre immer geradeaus. Nicht weit von hier ist ein Feuer. Dort kannst du dich wärmen. Ja,
Diese Stiefelchen sind aber viel zu schade, um damit durch den Schnee zu stapfen. Hey, ihr da, ihr flinken Geister, Schlittenbauer, Waldesmeister, habt ihr einen Schlitten Nobel, Kufen Silber, Polsterung Zobel? Zu einem prächtigen Schlitten gehören auch prächtige Pferde. Daran soll es euch nicht fehlen. Wer die schönsten Rosse wählen, die zu finden weit und breit. Seht, schon stehen sie bereit. Hey! Hey! Ich grüße alle, die um dieses Feuer versammelt sind. Und wenn es erlaubt ist, wärme ich mich ein wenig. Warum kommen Sie denn nicht näher? Du musst dich nicht wundern. Du hast dich zu sehr verändert. Du siehst jetzt aus wie eine Königin. Was fällt dir ein? Dieses Mädchen vergleichst du mit mir? Das ist eine Unverschämtheit. Ich habe diese Hunde nie gesehen. Und doch kommt es mir so vor, als ob ich sie kenne, wenn ich ihre Stimmen höre. Es klingt, als ob sie überhaupt nicht bellen, sondern schimpfen. Das will ich wohl meinen, dass du die beiden kennst. Das Hundefell tragen sie allerdings erst kurze Zeit. Aber geschimpft haben sie schon immer und sich angekläfft. Deine Stiefmutter und ihre Tochter. Sag mir, lieber Januar, müssen sie nun Hunde bleiben bis an ihr Lebensende? Aber nein, sie werden mit dir gehen und Haus und Hof bewachen. Zunächst 3 Jahre lang. Sind sie in den 3 Jahren zahmer geworden, so bringen sie zu Neujahr hierher und ich nehme ihnen das Hundefell wieder ab. Und nun, kleines Mädchen, setz dich in deinen Schlitten und begib dich auf den Heimweg, bevor der Schneesturm losbricht. Nur Geduld. Ihr seid prächtige Pferde, bis auf eins. Ich werde euch meine Schellenglöckchen schenken. Mit Geklingel und Getön ist die Reise doppelt schön. Wäre es nicht herrlich, Eure Majestät, wenn sie uns in ihrem Schlitten mitnehmen würde, dann wären wir bald im Palast. Gestatten, Eure Majestät, dass ich das Mädchen darum bitte. Ich brauche nicht zu bitten. Ich bin die Königin. Hör mal, Kleine, nimm uns in deinem Schlitten mit. Es wird dich nicht reuen. Ich werde dich dafür reich beschenken. Daran liegt mir nichts. Vielen Dank. Ich brauche ihre Geschenke nicht. Wie kann sie es nur wagen, mir etwas abzuschlagen? Vielleicht hast du sie mit dem, was du sagtest, gekränkt. Aber auf so einen Gedanken würdest du nie kommen. Königinnen unterhalten sich nun mal nicht anders. Sie bitten nicht, sondern sie befehlen. Wissen Sie was, Eure Majestät? Sprechen Sie nicht wie eine Königin mit ihr, sondern wie ein Mensch. Nimm uns mit. Ich bitte dich, uns ist so kalt. Ich glaube, ich habe sie verstanden. Liebes Mädchen, nimm uns bitte mit. Uns ist so schrecklich kalt. Aber natürlich, steigt ein. Decken und Pelze bekommt ihr auch. Und ihr könnt sie behalten. Ich will sie nicht zurückhaben. Ich weiß so gut, wie man bei diesem Frost ohne Mantel friert. Leb wohl, Bruder April! Leb wohl, kleines Mädchen! Und denk an die 12 Brüder. Wir werden dich besuchen kommen. Jeder zu seiner Zeit. Habt Dank, ihr 12 Monate! Euch und euer Neujahrsfeuer werde ich nie vergessen. Ich wäre froh, wenn ich es vergessen könnte. Aber ich kann es nicht. Gute Fahrt! Gebt acht! Der Weg ist wie ein Spiegel!
erbleicht nun mehr und mehr. Blasser wird der Sterne her. Aus des Ostens weitem Tor kommt die Sonne rot hervor. Führt ins Land ein junges Paar. Neuen Tag und neues Jahr.